Kommen wir mal zu einem weiteren Teil Ihres Ressorts, die Versammlungsbehörde, die gehört ebenfalls zu Ihnen. Der Stadt Dresden wurde ja in der Vergangenheit bundesweit vorgeworfen, mit den Genehmigungen gegenüber dem Versammlungsgeschehen rund um Pegida besonders wohlwollend umzugehen. Wie stehen Sie dazu? Logischerweise gestatten Sie mir ein kleines Schmunzeln als Jurist, weil natürlich bereits in der Formulierung des Vorwurfs der erste Fehler steckt, nämlich in der Genehmigung von Versammlungen. Es ist in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Grundgesetz eben gerade nicht erforderlich, eine Genehmigung für eine Demonstration zu bekommen, sondern das Grundrecht der Versammlungsfreiheit sagt, jedermann darf es friedlich und ohne Waffen sich unter freiem Himmel zu versammeln. Und genau darin steckt der Kern. Der Grundsatz ist eben nicht, wie beim Bau eines Hauses, bevor ich das Haus baue, brauche ich die Genehmigung, sondern ich kann eigenständig der Behörde einfach nur anzeigen, ich möchte mich versammeln. Und die Behörde dann prüfen kann und auch prüfen muss, ob es Gründe gibt, eine solche Versammlung mit Auflagen zu versehen. Und die schärfste Form der Auflage ist eben, die Durchführung insgesamt zu untersagen. Dies muss aber sehr genau begründet werden und ist vor allen Dingen eine Rechtsfrage. Das heißt, diese Rechtsfrage hat nichts mit der politischen Bildlegung von irgendwelchen Zielen zu tun. Und ich glaube, dass es niemanden gibt, der in Dresden, der erstens das gesamte Spektrum des Versammlungsgeschehens so mag. Und es gibt eine ganz überwiegende Bevölkerungsmeinung, die natürlich alles, was aus einer extremistischen und in Dresden vorwiegend rechtsextremistischen Blickwinkel daherkommt, möchte man in der Stadt nicht. Gleichwohl, es ist ein Anspruch, dieses Grundrecht der Versammlungsfreiheit durchzusetzen. Und ich nehme auch wahr, dass gerade die lebensälteren Menschen in Dresden selbst, die eben bis vor 30 Jahren genau dieses Grundrecht nicht hatten, das etwas differenzierter sehen, als wenn man das eher als theoretischer Natur nimmt. Und wenn man sich jetzt im europäischen Umfeld oder auch über Europa hinaus umschaut, was ist denn unsere Kritik an vielen Ländern in dieser Welt? Eben, dass es keinen freiheitlichen Rechtsstaat gibt, dass die Bürger ihre Rechte eben gar nicht haben und wenn sie sie haben, unter einer staatlichen Knute stehen. Insofern ist das etwas sehr Anspruchsvolles. Es ist aber eben genau die Aufgabe der Behörde, jedem zu seinem Recht zu verhelfen. Und es gibt auch kaum ein Rechtsgebiet in der Stadt, was so leicht auch rechtlich zu überprüfen ist. Weil durch den versammlungsrechtlichen Eilrechtsschutz kann natürlich jeder, der mit einer Entscheidung, von der er negativ betroffen ist, diese Sache beim Verwaltungsgericht überprüfen lassen. Für alle anderen Fragen, eben wer nicht negativ betroffen ist, sondern ob wir in Anführungszeichen zu freundlich reagieren, hatte der Oberbürgermeister ja vor einigen Jahren auch ein Rechtsgutachten erstellen lassen, das in den Ausschüssen auch vorgestellt worden ist. Und das sagt relativ klar, ja, wir halten uns an Recht und Gesetz und insgesamt machen wir das auch ganz richtig. Und ich stehe natürlich auch dazu, dass im Nachklapp von den vielen hundert Entscheidungen nicht jede Entscheidung perfekt gewesen ist. Da ist viel Eile, da ist viel Druck, man hat etwas übersehen und deswegen müssen wir natürlich an der einen oder anderen Stelle etwas nachsteuern. Ich kann aber ganz klar sagen, dass wir von diesem Prinzip der Geltung des Grundrechts nicht abweichen werden. Und ich bin da auch ganz auf einer Linie mit dem Oberbürgermeister, der auch klar betont, neben dieser rein rechtlichen Sicht, die wir als Stadtverwaltung haben, hat die Stadt Gesellschaft insgesamt natürlich auch einen politischen Anspruch. Und der Oberbürgermeister nimmt diesen politischen Anspruch ja für das weltoffene und freundliche Dresden einzutreten auch wahr. Und genau das ist etwas, wo uns die Bürgerinnen und Bürger auch in rechtlich einwandfreier Weise gerne unterstützen können.